Hallo Leute, willkommen zurück zu Spyro's Adventure. Wir befinden uns hier gerade vor dem Kaninchenbau und wollen noch die Herzen in der Bird-Kaserne und im Yeti-Serengeti holen. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Dann fehlen uns ja nur noch die letzten paar Edelsteine beim Drachenufer. Getin. Yeti Serengeti. Mein Gott. Edelsteine haben wir alle. Hier ging es, glaube ich, rein. Nein, ging es nicht. Okay. Aber auf jeden Fall. Tagebuch. Bevor ich es wieder vergesse, Spezialgegenstände. Uns fehlen noch drei Herzen. Davon und ein Fähigkeitsgegenstand. Okay. Wir sind grün. Wir sind grün. Ein Fähigkeitsgegenstand fehlt noch. Wieso fehlt noch ein Fähigkeitsgegenstand? Was ist das? Muss auf jeden Fall ein Chateau Ripto sein. So. Gut. So. Na gut, dann müssen wir jetzt zu Bentley. Ihm seine Bergsteigerausrüstung geben. Na. Kommst du hier hoch? Nee. Plan B. Nämlich so. Gut, wo ist Bentley jetzt? Da. Hey Bentley, wir haben deine komplette Bergsteigerausrüstung gefunden. Ihr habt sogar meinen Glückshelm gefunden. Oh super, ich hole euch jetzt das Herz. Bitteschön, viel Glück bei eurem Abenteuer, Spyro. Sieht aus wie ein winziger Knüppel aus Schnee. Er ist hart, aber ziemlich irgendwas. Ja, müssen wir dem Brotfresser geben. So, nun zur Bird-Kaserne und beim Drachenufer noch die restlichen Edelsteine suchen. Aber ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Echt jetzt. So, naja, werden wir ja sehen, wo sie sich noch aufhalten könnten. Hey. Hm. So und so. Gut. Sonst haben wir ja, glaube ich, alles. Wir haben alle Medaillen von Sergeant Bird gefunden, Captain. Ich bin ein Pinguin, der zu seinem Wort steht. Hier das Herz. Das ist ein schimmernder, silbergrüner Armeehelm. Der ist aber selbst für einen Pinguin zu klein. Entschuldigung. Ja, ich habe noch meine Tage. Müsst ihr verstehen, aber... Naja, gut. So, Schnellflucht. Gut, aber hier bei den Pfotenabdrücken waren wir doch schon. Quatsch. Da. Oder waren wir? Wir waren noch hier.
Ja, hier waren wir schon. Sollen denn dann die letzten Edelsteine sein? Das ist komisch, das ist sehr, sehr komisch. Tja. Das ist sehr, sehr merkwürdig. So, hier haben wir alles, oder? Ja. Hier waren wir auch. Hier waren wir überall. Da waren wir auch. Ha. Wo kann jetzt noch was sein? Es fehlen noch 75 Edelsteine. Also hier ist auch nichts mehr. Da habe ich ja schon vor ein oder zwei Parts nachgeguckt. Ha. Drachenufer, Drachenküstenbereich. Am besten mal alles kaputt machen. Aber hier haben wir auch schon alles. Oder gibt es noch irgendwo beim anderen, bei der Libellenoase, gibt es da noch Pfotenabdruck? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall kann ich mir gerade nichts anderes vorstellen. Muss der letzte Rest bei den Libellenoasen sein. Hier ist nichts mehr. Hier habe ich schon alles geholt. Da oben war auch nichts mehr. Habe ich auch schon mal nachgeguckt. Aber irgendwo muss es ja sein. Ha. Das ist komisch. So, hier war Geldsacks Villa. Hier war das. Hier irgendwo noch eine Insel zum Rüberfliegen? Nee. So. Hier hinten irgendwie wo was. Da geht's zum Känguru. Ha. Meine Fräse. Ich weiß beim besten Willen nicht, wo der letzte Rest sein soll. Ja. Kisten oder so sehe ich auch keine mehr. Ich werde mal auf eine Karte gucken, ob ich da noch irgendwas finde. Bis gleich, Leute. So, ich habe mich nochmal schlau gemacht. Und jetzt fällt mir nur noch eine einzige Option ein. Wenn da nichts ist, dann weiß ich nicht mehr weiter, Leute. So, auf jeden Fall. Bei Ripto Chateau gibt es die letzten beiden Items, nachdem man den letzten Endgegner besiegt hat. Ja. Und nun gucken wir einfach nochmal dort. So.
Ja. Gut. Schauen wir mal danach. Wenn es da nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Nämlich hier. Es kann sein, dass wir dort drei blaue Edelsteine vergessen haben irgendwo. So, schau mal erstmal oben lang alles. Nee. Ach. Na gut. Gut, gehen wir hier runter. Stimmt, hier gab es irgendwo drei blaue. Ich weiß aber nicht, ob ich sie mir damals geholt habe. So, auf jeden Fall hier. So. Gut, gehen wir hier hin. Ha. Hier muss doch irgendwo noch was sein. Geht doch fast gar nicht. Oh Mann. So. Also wenn ich hier dann wieder nichts finde, dann werde ich offscreen nochmal suchen müssen. So, hier war ich auch schon. So, hier ist nix. Hier ist ein Pinguin. So, was ist hier noch? Gut. Ja, toll, bin ich schon wieder hier. Aha. Mann, Leute. Mir gehen die Ideen aus. Irgendwo muss doch das sein. So. So, hier ging's wo lang? Dahin. Oh. Da oben war nichts. Sagt mal. Ja, toll. Hier ist es wieder. Hier sind keine.
Hier ist ein Pinguin. Sagt mal. Irgendwas stimmt doch nicht. Aber irgendwas stimmt ganz und gar nicht, Leute. Echt jetzt. So, jetzt schaffen wir die schnell nach oben. Und jetzt fliegen wir mal bis ganz nach hinten. So, hier ist nichts mehr. So. Dann geht's hier wieder so runter. Wo ist denn überhaupt eine blaue Barriere? Wüsste ich gerade gar nicht. So, hier war ja das, hier war ich ja schon jetzt ein paar Dutzend Mal. Hier ist nichts mehr. So, toll. Super, echt. Hier ist auch nichts. Aha. So. Ein Pinguin fehlt da noch. Autsch. So. Ja, toll. Super, echt. Da ist ein blauer Teleporter, blaue Barriere. So, letzte Möglichkeit. Ja, ja, ja. Ja, verdammte Axt. Oh Gott. Oh. Leute, ich fasse es ja nicht. Oh, ich hab's. Oh, das tut so gut, ey. Oh, das war ja grad. Oh. Oh Gott, ich hab's geschafft. So, nur zu Gelsacks Villa. Um dort das letzte, soweit letzte Herz zu kaufen. So, Foyer. So, 3500 hast du gesagt, ne? Ja. Ja. Sieht aus wie ein glänzender Goldbar mit Geldsacks eingraviertem Grinsegesicht. Es ist aber leichter als Gold. Müssen wir dem Professor bringen. Ja. Wir werden jetzt zum Professor gehen. Und ihn von den Klauen Ryptos befreien. Gut. Gehen wir. Oh Leute, es ist ein unglaublich gutes Gefühl. Echt jetzt. Und zwar... Moment. Fangen wir vorne an.
Drachenufer 100%, Finn-Bibliothek 100%, Yeti-Serien Yeti 100%, Bird-Kaserne 100, Diebesgilde 100, Kaninchenland 100, Bananensavanne 100, Känguru-Hulu 100, Geldsacks-Villa 100, Geparden-Punkt-Club 100, Geheimlabor 100, Rhinox-Tic-Tac 100 und Chateau-Ripto kümmern wir uns jetzt um die letzten beiden. Mission komplett. Ein Herz fehlt uns noch und eine Fähigkeit. Die Fähigkeit ist es, sich einfach in jedes Level nochmal zu teleportieren. Ja, mehr ist das nicht. Das haben sie ein bisschen schlecht platziert, finde ich. So, na, schauen wir mal. So, ich habe in diesem Part bewusst grün genommen, da meine Lieblings-Spyro-Farbe eigentlich der blaue ist. Also der gefällt mir persönlich am besten. Welcher von den Farben gefällt euch am besten? Könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Dafür sind die Kommis ja da. So, Chateau Ripto. So. Aber der Endboss hat es nochmal in sich. Das sage ich euch. Der hat's in sich. Gut, und hoch. Gut, jetzt rüber. Ja. Verzeihung. Und ja. Gut, nun stehen wir hier vor dem Eingang zu Ripto. Aber den Endkampf sehen wir erst im nächsten Part, Freunde. Bis dann und ciao.